Bei mir begrüße ich jetzt Gregor Gysi. Herr Gysi, wie sehr schmerzt dieses Ergebnis? Das schmerzt. Das Ergebnis ist ja auch desaströs. Und viele, die engagiert gearbeitet haben, sind natürlich dann auch zutiefst pessimistisch und traurig. Die muss man jetzt wieder aufbauen. Wie wollen Sie die denn wieder aufbauen? Weil das, denke ich, ist relativ schwierig. Bei 5%, bei der vergangenen Bundestagswahl 9,2, das ist eine Verringerung um die Hälfte. Wie wollen Sie die wieder mobilisieren? Naja, es ist so, es gibt nach meines Erachtens verschiedene Ursachen. Man soll auch nicht gleich am ersten Abend versuchen, das zu analysieren. Aber ich würde mal sagen, das Ostthema haben wir doch zu spät besetzt. Das Zweite ist, dass uns früher unsere Vielfältigkeit genutzt hat. Und das ist jetzt vorbei. Es gibt ja unterschiedliche Standpunkte in unserer Partei. Und die einen wählen uns nicht, weil es die anderen gibt. Und die anderen wählen uns nicht, weil es die einen gibt. Also wenn man da eine klare Richtung hätte, wäre das besser. Dann hatten wir absolut recht, was den Afghanistan-Krieg betrifft. Da hätten wir sogar gewinnen können. Und unser chaotisches Abstimmungsverhalten bei dem Regierungsantrag zum Abzug der Bundeswehr hat uns, glaube ich, sehr geschadet. Also das wären so die drei Sachen, die mir als erstes einfallen. Nun waren ja die letzten Landtagswahlen in den östlichen Bundesländern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen, die waren ja auch schon mit schlechten Ergebnissen. Warum hat man dann anschließend nicht sich hingesetzt und überlegt, warum können wir nicht die Wähler, Wählerinnen im Osten wieder mehr einbinden als Linke? Also ich hoffe, dass man das überlegt hat, bloß Sie müssen ja Folgendes wissen. Wir haben inzwischen sehr viel mehr Mitglieder aus den alten Bundesländern als aus den neuen. Das hat sich geändert. Und ehemalige SED-Mitglieder wie ich sind die absolute Rarität geworden, ja, die ja mal eine Mehrheit darstellen. Dadurch hat sich natürlich einiges verändert. Aber ich glaube, dass Sie jetzt auch verstehen werden, wie wichtig das Ostthema ist. Und ich bin ja ganz zufrieden mit den beiden Landtagswahlen heute. Wir haben zwar auch leicht verloren, aber das hält sich ja noch in Grenzen im Unterschied zum Bund und auch im Unterschied zu Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Also sage ich mal, müssen wir mal uns beschäftigen, was ist in Mecklenburg-Vorpommern anders gelaufen, was ist auch in Berlin anders gelaufen. Da waren sie natürlich in der Regierung und nicht wie früher, wo wir dann viel verloren haben, sondern diesmal haben sie zumindest kaum verloren. Das heißt, die Regierungsarbeit wurde schon einigermaßen gewürdigt. Aber wie gesagt, nicht zu schnell und nicht in den alten Fehler verfallen, wonach Herr A. immer erklärt, dass Herr B. schuld ist und Herr B. immer erklärt, dass Herr A. schuld ist. Das ist schon mal eine gute. Sollten wir mal alle, die selbstkritisch umgehen damit. Das ist schon mal ein guter Ansatz, finde ich. Sie haben eben die Afghanistan-Debatte schon angesprochen. Es gab danach wieder viel hin und her. Der eine sagte das, dann wurde auf Twitter antwortete Herr Neu, Herr Lederer möchte die Partei zerlegen, weil er dafür gestimmt hat und sowas. Also diese Vielstimmigkeit innerhalb der Linken, das ist doch das eigentliche Problem, oder? Ich habe gesagt, das hat uns früher mal genutzt und schadet uns jetzt. Und deshalb müssen wir uns jetzt mal klar darüber werden, wohin wir wollen, damit wir ein klares Bild für die Leute haben. Und dann werden wir bestimmte Wähler wahrscheinlich verlieren, aber andere werden wir gewinnen. Und die können wir dann auch an uns binden. Also ich werde, wenn ich denn direkt gewählt sein sollte in Treptow-Köpenick und dadurch einziehe in den Bundestag, werde ich in unserer Fraktionsversammlung auch dafür ernsthaft streiten. Sie können ja Königsmacher quasi sein, falls es jetzt wirklich unter die 5%-Hürde geht. Naja, ich hoffe nicht. Ich bin ja ein Zweckoptimist und deshalb gehe ich mal davon aus, dass wir noch leicht nach oben gehen. Wir werden abwarten. Was glauben Sie denn abschließend noch eine Frage? Warum braucht Deutschland die Linke? Was sind Themen, wo Sie sagen, das ist doch eigentlich das, was deutsche Wählerinnen und Wähler gebrauchen könnten, aber wir haben es jetzt nicht erreicht? Also erstmal braucht man uns zur Vereinigung, weil der Osten sonst viel zu wenig Beachtung findet. Aber zweitens braucht man uns bei allen Fragen, die es jetzt gibt, dringend für die soziale Frage. Auch die ökologische Nachhaltigkeit muss in sozialer Verantwortung geschehen. Und das muss unser Schwerpunkt sein. Und drittens, glaube ich, ist die Friedensfrage sehr wichtig. Und da sind wir auch sehr berechenbar im Unterschied zu den anderen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dieser chaotische und völlig falsche Krieg in Afghanistan ist ja von SPD, Grünen, Union und FDP immer gut geheißen und beschlossen worden. Nur wir haben von Anfang an gesagt, er ist falsch und wir hatten recht. Aber dann machen wir eben wieder den Fehler bei der Abstimmung über den Regierungsantrag, was mich auch ärgert. Aber war nicht zu ändern. Dann warten wir mal ab, wie sich die Zahlen weiterentwickeln. Alles Gute. Bitte schön. Und damit gebe ich zurück ins Wahlstudio. Ja.